So, für unseren Zinnwälder Wildkessel haben wir frisches Fleisch vom Wildschwein. Ich habe dann TK Waldpilze. Dann habe ich hier Kartoffeln, meine Gewürzmischung, am Vortag gekochte Wildbrühe zum Auffüllen, Rotwein, den geriebenen Bauchspeck. Habe zum Schluss zum Abrunden den Pflaumenmus und das Gemüse. So, alternativ zum Wildschwein haben wir auch zur Verwendung Hirsch, Reh, Schwarzwild, Muffelwild oder Dammwild. Zu Beginn habe ich einen Topf auf den Herd gestellt, habe leichte Fettigkeit drin, würde jetzt beginnen, den Bauchspeck, den geschnittenen, den gewürfelten, auszulassen. So, wenn der Bauchspeck ausgelassen ist, gebe ich als nächstes das Wildschweinfleisch dazu. So, das Wildfleisch habe ich am Tag vorher gewürfelt zum Verarbeiten für heute und habe dann nebenbei aus den Knochen und Abschnitten eine Fleischbrühe für den heutigen Tag hergestellt. So, dann bereite ich mir meine frischen Zwiebeln vor. So, als nächstes lassen wir das Fleisch richtig anrösten, um Farb- und Geschmacksstoffe dem Fleisch zu entziehen und eine Soße zu bilden bzw. herzustellen. Wenn ich dieses Fleisch zwei bis dreimal runter reduziert haben lasse, werde ich jetzt als nächstes mit Zwiebeln mit Karotten mit Waldpilzen meine Wildkessel auffüllen. Der Name Wildkessel auch daher, dasselbe was ich jetzt hier im Topf mache, kann ich zu Hause auch draußen in einem großen Kessel in freier Natur herstellen. Der nächste Schritt ist das Würzen mit einer Prise Salz, mit Pfeffer, einer Gewürzmischung mit Rosmarin, Kümmel, Salbei, Thymian, um dem ganzen Gericht diesen typischen Wildgeschmack zu geben. Als nächsten Schritt fülle ich meinen Wildkessel mit einem trockenen Rotwein auf und fülle die am Vortag hergestellten Wildbrühe zum Kochen damit auf. Das lasse ich jetzt ungefähr eine Stunde langsam köcheln. So, nach einer Kochzeit von ungefähr 45 bis 50 Minuten kommt zum Schluss in unserem Wildkessel Kartoffelstücken zur leichten Bindung und damit unser Wildkessel eine süße Abrundung kriegt. Noch Pflaumenmus. Jetzt richten wir für Sie unseren Wildkessel an. Ich wünsche guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de